Hallo, ich möchte dich hiermit herzlich begrüßen zur Informationsveranstaltung zu den Berufskollegs der Ludwig-Erhard-Schule. Wie erreichst du deine gewünschten Qualifikationen? Durch das Bestehen des BK1 erlangst du eine kaufmännische Grundbildung. Dazu werden deine Jahresleistungen zugrunde gelegt, wobei in BWL eine zentrale Klassenarbeit geschrieben wird, die doppelt gewertet wird im Vergleich zu den restlichen Klassenarbeiten. Wenn du das BK2, das BK Fremdsprachen oder das BK Wirtschaftsinformatik bestehst, dann schließt du mit der Fachhochschulreife ab. Hierzu zählen deine Jahresleistungen im zweiten Jahr und zusätzlich musst du in deinen Kernfächern Deutsch, Englisch, Mathe und BWL eine schriftliche Prüfung ablegen. Außerdem hast du in mindestens einem Fach eine mündliche Prüfung. Wenn du die Fachhochschulreife bestehst, besteht zusätzlich noch die Möglichkeit, den Abschluss als staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent abzulegen. Dazu musst du zwei zusätzliche schriftliche Prüfungen ablegen und je nach Schulart eine zusätzliche mündliche Prüfung. Die zwei schriftlichen Prüfungen sind in allen Fällen das Fach Wirtschaft. Das zweite Fach liegt daran, in welchem Berufskolleg du den Abschluss machst. Welche Möglichkeiten hast du nach deinem Abschluss? Nach dem BK1 hast du die Möglichkeit, eine Berufsausbildung zu beginnen. Diese Berufsausbildung kann dir dein Arbeitgeber durch deine Vorkenntnisse dann auch verkürzen, aber das kann dir niemand garantieren. Oder du merkst nach dem BK1, das macht mir Spaß, ich will auch weitermachen, dann kannst du natürlich auch ins BK2 gehen. Aber nicht vergessen, du musst dich dazu neu bewerben. Wenn du die Fachhochschulreife erlangt hast, das heißt, wenn du das BK2, das BK Fremdsprachen oder das BK Wirtschaftsinformatik erfolgreich abgelegt hast, hast du auch die Möglichkeit, in eine Berufsausbildung zu gehen. Deine Chancen, dass die Ausbildungszeit verkürzt wird, steigen dadurch sogar noch etwas. Oder du sagst, jetzt habe ich eine Fachhochschulreife, jetzt möchte ich studieren. Mit der Fachhochschulreife hast du die Möglichkeit, an einer Fachhochschule oder an einer dualen Hochschule in Baden-Württemberg zu studieren. Möchtest du in einem anderen Bundesland studieren, musst du dich im Vorfeld erkundigen, ob die Fachhochschulreife des Berufskollegs anerkannt wird, oder du musst eine bundesweite Anerkennung deiner Fachhochschulreife anstreben. Dazu benötigst du zusätzlich zu dieser schulischen Ausbildung noch ein Praktikum von mindestens 6 Monaten. Wenn du zusätzlich den Wirtschaftsassistenten abgeschlossen hast, zählt das als schulischer Teil einer Berufsausbildung und damit hast du die Berechtigung, auch an die Wirtschaftsoberschule zu wechseln. Dort hast du die Möglichkeit, dein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg zu machen. Die Wirtschaftsoberschule dauert normalerweise nochmal 2 Jahre. Hast du allerdings ein gutes Prüfungsergebnis in deiner Fachhochschulreife, kannst du die Wirtschaftsoberschule auch auf 1 Jahr verkürzen. Wenn du das Abitur auf diesem Weg anstrebst, bietet dir die Ludwig-Erhard-Schule auch die Möglichkeit, die WO bei uns im Haus zu besuchen.